Geschichten über die fortgeschrittenen Fähigkeiten alter hinduistischer Gottheiten finden sich in ganz Indien. Aber südlich des indischen Subkontinents liegt der herrliche Inselstaat Sri Lanka. Dies ist ein Ort, der für seine atemberaubenden Landschaften, seine vielfältige Kultur und verschiedene UNESCO-Weltkulturerbestätten bekannt ist. Einer der beeindruckendsten Orte in Sri Lanka ist Sigiriya, ein Ort, der oft als das achte Weltwunder bezeichnet wird. Sigiriya war auch die Heimat einer antiken Stadt, die auf einem monolithischen Felsen thronte, rund 200 Meter hoch über der Stadt Dambulla im Distrikt Matale in Sri Lanka. Die Stätte zieht täglich Tausende von Touristen an und gehört seit 1982 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Viele glauben, dass der riesige monolithische Felsen wegen seiner vollkommen flachen Oberseite, die den Eindruck erweckt, als wäre sie in einem präzisen Winkel geschnitten worden, unnatürlich aussieht. Laut modernen Archäologen war die früheste Siedlung auf Sigiriya die Löwenfestung, die im 5. Jahrhundert nach Christus erbaut wurde. Der Großteil des Geländes, seiner Paläste und sein riesiger Wassertank aus Granit wurden unter dem Kommando eines Schurkenkönigs namens Kashyapa errichtet. Die lokale Bevölkerung glaubt jedoch, dass diese antike Stätte tausende Jahre zuvor von einem alten hinduistischen Gott namens Ravana erbaut wurde, der einer Gattung angehörte, die als Asura bekannt ist. Diese Gottheiten sollen vom Himmel herabgekommen sein und über Teile der Menschheit regiert haben. In einem unserer letzten Videos haben wir ausführlich über die prächtige Rama Setu gesprochen, eine alte Brücke, die vom Gott Rama, der Krieg gegen Ravana führte, zwischen Indien und Sri Lanka gebaut wurde. Dort haben wir viele Beweise geliefert, die den Glauben stützen, dass Rama Setu tatsächlich eine künstliche Brücke war, die vor Tausenden von Jahren von unbekannten Wesen gebaut wurde. In den hinduistischen Epen heißt es, Ravana habe Sri Lanka von seinem Palast in Sigiriya aus regiert und dass der Palast nach dem Krieg mit Rama zerstört wurde. Ist es möglich, dass das, was wir heute in Sigiriya sehen, die Überreste des zerstörten Palastes von Ravana sind? Wenn sich die Geschichten über Rama Setu als echte historische Berichte herausstellten, wäre es dann möglich, dass die Geschichten über Sigiriya auch echt sind? Und könnte Sigiriya von alten Zivilisationen und vielleicht sogar von hinduistischen Gottheiten genutzt worden sein, tausende von Jahren, bevor König Kashyapa dort seine Festung errichtete? Bevor wir es herausfinden, liken Sie doch gern dieses Video und abonnieren Sie auch unseren Kanal. Die Gegend um Sigiriya weist Anzeichen menschlicher Besiedlung auf, die bis in die Mittelsteinzeit vor etwa 5000 Jahren zurückreichen. Es gibt auch Hinweise darauf, dass die verschiedenen Felsunterkünfte und Höhlen in der Gegend in den letzten Jahrhunderten von der gemeinsamen Ära von buddhistischen Mönchen genutzt wurden. Trotzdem wollen uns konventionelle Archäologen glauben machen, dass die erste Nutzung der Stätte während der Herrschaft von König Kashyapa Ende des 5. Jahrhunderts stattfand. Kashyapa war von 473 bis 495 nach Christus König von Sri Lanka und er kam erst an die Macht, nachdem er die Ermordung seines Vaters organisiert hatte, bevor er den Thron unter seinem Bruder an sich riss, der der rechtmäßige Erbe war. Legenden besagen, dass König Kashyapa aus Angst um sein Leben in die Gegend von Sigiriya zog. Dort baute er eine Festung auf dem Megalithfelsen, weil er glaubte, dass sie für die Armee seines Bruders undurchdringlich sein würde. Die Armee von Kashyapa wurde jedoch schließlich besiegt. Und anstatt von der Invasionsarmee gefangen genommen zu werden, beging Kashyapa Selbstmord. Nach seinem Tod übergab sein Bruder Moggallana den buddhistischen Mönchen die Stätte Sigiriya, wo sie bis zum 14. Jahrhundert ein Kloster blieb. Sigiriya wurde irgendwann im 15. Jahrhundert aufgegeben und blieb unbewohnt. Bewohner des Westens entdeckten den Ort zum ersten Mal, als Jonathan Forbes, ein Major der britischen Armee, während eines Ausritts auf das Gelände stieß. Nach der Entdeckung der antiken Ruinen in Sigiriya durch Forbes führten verschiedene westliche archäologische Teams in den folgenden Jahren kleine Ausgrabungen auf dem Gebiet durch und waren verblüfft über das, was sie fanden.
Es gab verschiedene sichtbare Hinweise für fortgeschrittene technische Fähigkeiten in Sigiriya. Die antike Stadt hatte eines der am besten erhaltenen Beispiele der Stadtplanung. Und die Anordnung der Städte zeigt Techniken und Technologien, die weit fortgeschrittener waren, als man in dieser Zeit für möglich hielt. Der Grundriss der Stadt weist symmetrische und asymmetrische Aspekte auf, die die Bauherren bewusst in die natürliche Umgebung des Standortes einfügten. Es gab verschiedene Bauwerke an der Stätte, aber Archäologen kannten ihren Zweck nicht. Daher war die allgemeine Überzeugung, dass es sich um Zitadellen, Paläste, Häuser und üppige Gärten handelte. Ein Teil der Stätte ähnelt einer Stufenpyramide mit ähnlichen Merkmalen wie in ganz Mittelamerika. Auf der Westseite der Stadt liegt ein weiterer Park, und hier finden wir weitere Zeichen fortgeschrittener alter Ingenieurskunst. Der Park enthält verschiedene Wasserrückhaltestrukturen, darunter ein ausgeklügeltes Hydrauliksystem, das die Gärten mit Wasser versorgte. Dieses einzigartige Design bestand aus Kanälen, Seen, Dämmen und sogar Wasserpumpen, was zeigt, dass der Bau dieses Standorts gründlich geplant wurde. Einige dieser hydraulischen Systeme versorgen das Gebiet auch heute noch mit Wasser. Die vielen Strukturen, die auf dem monolithischen Felsen gefunden wurden, wurden aus Lehmziegeln gebaut. Dies verblüfft Archäologen, die sich bemühen zu erklären, wie die alten Baumeister geschätzte 3 Millionen Ziegel auf die Spitze des Felsens trugen, da es keine Anzeichen für Treppen vom Boden zur Spitze gab. Die Metalltreppen, die heute auf dem Gelände vorhanden sind, wurden erst im letzten Jahrhundert gebaut, damit Touristen das Gelände besuchen können. Ohne eine richtige Treppe nach oben scheint es fast eine unmögliche Aufgabe zu sein, die Ziegel oder das Material für ihre Herstellung durch den dichten Wald zu karren und einen Weg zur Spitze des monolithischen Felsens zu finden. Während die Ziegel wie ein beeindruckendes Merkmal der Stätte erscheinen mögen, sind die riesigen Blöcke aus weißem Marmor, aus denen viele der Wege und Palasttreppen der Siedlung bestehen, noch interessanter. Der für den Bau verwendete weiße Marmor ist nicht in der Gegend heimisch und Archäologen sind sich immer noch nicht sicher, woher der Marmor stammt. Jeder der Marmorblöcke ist extrem schwer und es gibt Tausende von ihnen. Wie also haben diese alten Baumeister tonnenweise schwere Marmorblöcke ohne Treppen auf die Spitze des monolithischen Felsens gebracht? Dies hat viele Menschen dazu veranlasst, die archäologische Ansicht darüber in Frage zu stellen, wie diese antike Stadt gebaut wurde. Mit den modernen Metalltreppen vor Ort kann es immer noch bis zu 2 Stunden dauern, bis man nach oben kommt. Wie also haben Naturvölker tonnenweise Material ohne klaren Weg dorthin getragen? Verschiedene Archäologen haben seltsame Werkzeugspuren bemerkt, die entlang der gemeinsamen Seite des Felsens wie schmale Kanäle aussehen. Archäologen bestätigen, dass diese Markierungen im Altertum geschnitzt wurden. Aber es gibt keine Antwort darauf, wie sie an Stellen in die Seite des Felsens gehauen wurden, an denen es keine Abhänge gibt, an denen Menschen stehen können. Es gibt auch tiefe, kreisförmige Löcher, die in den monolithischen Felsen nahe seiner Spitze gebohrt wurden. Wieder kämpfen Archäologen damit zu erklären, wie diese Löcher mit primitiven Werkzeugen gebohrt wurden. Außerdem können wir in der Nähe der Bohrlöcher diese seltsamen Rillenspuren finden. Ihr Zweck oder wie sie hergestellt wurden, bleibt ein völliges Rätsel. Direkt neben den Rillenspuren finden wir ein weiteres Bohrloch, das sehr tief in den Fels geht. All diese seltsamen Markierungen sehen aus, als wären sie mit fortschrittlichen Maschinen gemacht worden, die den Fels gebohrt oder sogar geschmolzen haben. Das beeindruckendste Merkmal des gesamten Geländes sind jedoch nicht die Ziegel, Marmorblöcke oder gar ungewöhnliche Bohrlöcher. Stattdessen ist es ein riesiger Wassertank aus Granit, der sich in der Mitte des Geländes befindet. Aus der Ferne scheint es, dass dieser Wassertank aus Granitblöcken gebaut wurde. Aber wenn Sie sich dem Tank nähern, stellen Sie fest, dass er tatsächlich in den extrem harten Granitfelsen gehauen ist. Der riesige Tank ist 27 Meter lang, 20 Meter breit und rund 2 Meter tief.
Das bedeutet, dass über 3500 Tonnen Granit von Hand hätten entfernt werden müssen, um diese Struktur zu schaffen. Granit ist einer der härtesten Steine der Erde. Wenn man also damals primitive Meißel und Hämmer benutzt hätte, hätte die Bearbeitung Jahre gedauert. Haben die Arbeiter damals also wirklich jahrelang geschuftet, um diesen Granittank auszuhöhlen? Oder handelt es sich um einen Beweis für eine fortschrittliche Technologie? Wenn Sie die Städte besuchen und sich den Granitpol ansehen, werden Sie feststellen, dass es keine Spuren von Meißeln oder Hämmern gibt. Stattdessen sehen Sie lange Strecken von schaufelartigen Markierungen, die denen ähneln, die auf megalithischen Städten in Ägypten und Peru zu sehen sind. Verschiedene Gelehrte haben gesagt, dass die alten Baumeister wussten, wie man die Frequenz von Felsen manipuliert, wodurch sie weich und viel einfacher zu transformieren und zu schnitzen waren. Könnte es sein, dass sie so viel Granit von der Spitze von Sigiriya entfernt haben? Ein beeindruckendes Merkmal des Tanks ist, dass er niemals austrocknet, auch nicht während der unglaublich wärmeren Jahreszeit in Sri Lanka. Es bleibt immer Wasser im Tank, was selbst für uns mit unserer modernen Technologie ein technisches Wunderwerk ist. Der Tank scheint Wasser durch Perkulation zu sammeln, ein Prozess, bei dem Flüssigkeit langsam durch einen Filter fließt. Aber der Tank hat auch ein Drainagesystem an der Unterseite, das dafür sorgt, dass er auch während der feuchten Monsunzeit in Sri Lanka nie überläuft. All diese Wunderwerke der Ingenieurskunst werfen viele unbeantwortete Fragen bezüglich des Baus von Sigiriya auf. Von verschiedenen ungewöhnlichen Markierungen auf dem Granit bis hin zu der enormen Menge an Material, die zum Bau der vielen Strukturen erforderlich ist, weisen alle darauf hin, dass wir es mit einer viel älteren Stätte zu tun haben, möglicherweise sogar mit einer, die in vorsintflutlichen Zeiten genutzt wurde. Könnte es sich bei Sigiriya um die Überreste einer heute verlorenen alten Zivilisation handeln, die während einer Flut oder Naturkatastrophe umkam? Oder könnte dieser Ort hoch am Himmel während der Flut als Zufluchtsort genutzt worden sein? Die lokale Bevölkerung der Umgebung glaubt dies nicht nur, sondern es gibt auch Legenden, die darauf hindeuten, dass dies nicht nur das Werk einer fortgeschrittenen Zivilisation war, sondern auch von jemandem, der vom Himmel herabgestiegen war. Wie bereits erwähnt, gibt es keine Spuren alter Stufen, die zur Spitze des Bauwerks führen. Viele Forscher haben vermutet, dass die alten Erbauer dieser Städte, weil es keine Treppen gab, über Antigravitationstechnologie oder vielleicht fliegende Fahrzeuge verfügten. Dies ist eine Idee, die eine Parallele in verschiedenen lokalen Traditionen der Gegend hat. Legenden zufolge wurde die Stadt Sigiriya von Gottheiten geschaffen, die vom Himmel herabgestiegen sind. Sie kamen auf die Erde und modellierten Sigiriya nach dem Vorbild ihres Gottes Kuvera, der Gott des Reichtums war. Verschiedene andere lokale Legenden versichern den Besuchern, dass die Stadt Sigiriya der Palast von Ravana ist, einem alten Gottkönig von Sri Lanka. Die Legende besagt auch, dass der riesige Granittank das Schwimmbad von Ravana war und dass die ältesten Teile des Geländes auch von ihm gebaut wurden. Laut alten Texten aus den Regionen Sri Lankas und Indiens wurde Ravana nicht als normaler Mensch geboren, sondern seine Vorfahren kamen vom Himmel. Es wird gesagt, dass Ravana zu einer Gattung gehörte, die als Asura bekannt ist, die in den indischen Texten als mächtige, übermenschliche Halbgötter beschrieben wurden, die vor Tausenden von Jahren auf die Erde kamen. Viele glauben, dass diese Geschichten nicht nur Mythologie sind, sondern alte historische Berichte von jenseitigen Besuchern, die auf die Erde kamen. Ist es möglich, dass die Asuras die ursprünglichen Erbauer von Sigiriya waren? Baumeister, die fortschrittliche Technologien einsetzten, um das gesamte für den Bau der Stadt benötigte Material zu heben? In der hinduistischen Mythologie finden wir zahlreiche Hinweise auf Vimanas, die fliegenden Fahrzeuge, mit denen die Götter vom Himmel zur Erde und um den Planeten reisten. Einer der heiligsten Texte Indiens, das Mahabharata, spricht von Luftstädten, die den Asuras gehörten, derselben Göttergattung, zu der auch Ravana gehört. Könnte es möglich sein,
das die Asuras Vimanas benutzten, um beim Bau der Stadt Sigiriya zu helfen? Einige Quellen behaupten, dass die Asuras hybride Wesen waren und Ravana selbst wird in der hinduistischen Mythologie manchmal als Reptiliengott bezeichnet. Die Stadt Sigiriya könnte einige der Antworten auf seine wahre Identität enthalten. Wenn Sie die Städte von Sigiriya betreten, bemerken Sie zuerst zwei riesige geschnitzte Füße, die am Eingangstor sitzen. Die lokale Bevölkerung bezeichnet diese als Löwenklauen. Aber Löwen haben vier große Krallen und eine kleine. Die Krallen in Sigiriya sind drei. Was viele Leute glauben lässt, dass sie tatsächlich eine Art Reptilienwesen darstellen. Die meisten alten Reptilien hatten drei große Zehen. Und genau das beobachten wir am Eingang von Sigiriya. Einige Einheimische bezeichnen diese Füße als die von Ravana. Bedeutet das, dass Ravana eine Art Reptilienhumanoid war? In einigen alten Texten wird behauptet, Ravana sei kein vollständiger Mensch gewesen, nur sein Vater war einer. Andererseits war seine Mutter eine völlig andere Spezies und möglicherweise ein Reptil. Als Ravana geboren wurde, soll er von einer hybriden Spezies gewesen sein. Einige haben sogar eine Verbindung zwischen Ravana und den Nephilim-Riesen nahegelegt, die in den alten christlichen und hebräischen Texten erwähnt werden. Es war bekannt, dass Ravana verschiedene menschliche Merkmale hatte, aber einige waren anders als die eines durchschnittlichen Menschen. Es ist allgemein bekannt, dass Ravana mindestens 3 Meter groß war. Und eines seiner interessantesten Merkmale war seine Fähigkeit, sich zu verändern, um damit andere zu täuschen. Dies ist ein weit verbreitetes Phänomen unter denen, die als Reptilien galten. Ein weiteres Merkmal, das Ravana besaß, war seine Fähigkeit, fast unsichtbar zu werden, indem er mit der Umgebung verschmolz. Hinweise auf Ravanas reptilartiges Aussehen finden sich in allen alten Texten. Ein Text, bekannt als Ramakien, besagt eindeutig, dass Ravana eine grüne, eidechsenartige Haut hatte. Auch in der Neuzeit werden verschiedene Reptilien, darunter auch Schlangen, nach dem Reptilienkönig Ravana benannt. Nach den alten tamilischen und singhalesischen Texten waren die Ureinwohner Sri Lankas eine Spezies von Wesen, die als Naga bekannt sind. Naga ist das moderne Wort für Schlange, aber laut diesen alten Texten war Naga der Name dieser Reptilien-Hybridwesen, die schließlich gezwungen wurden, unter der Erde zu leben. Und einige glauben, dass sie bis heute dort leben. Je mehr man in den alten Texten recherchiert, desto seltsamer werden die Geschichten über Sri Lanka und Sigiriya. Was halten Sie von Sigiriya? Wurde es irgendwie von primitiven Menschen mit einfachen Werkzeugen gebaut? Oder steckt mehr hinter der Geschichte? Hätten Menschen ohne fortschrittliche Technologie über 3 Millionen Marmorblöcke auf die Spitze des Felsens tragen können, während sie gleichzeitig 3,5 Tonnen Granit herausgeschnitten und ohne Treppen von der Baustelle entfernt hätten? Glauben Sie, dass herkömmliche Archäologen falsch lagen, als sie die Städtebauherren im 5. Jahrhundert zuschrieben? Oder wollen Sie sich eher auf die Idee einlassen, dass alte Baumeister mit einer unbekannten Form fortschrittlicher Technologie die ursprünglichen Bewohner dieser Städte sind? Und könnte Sigiriya sogar von Ravana oder seiner außerirdischen Spezies namens Asura gebaut worden sein? Ist es möglich, dass die Städte von Sigiriya die Heimat einer fortgeschrittenen Gruppe von Reptiliengöttern war, die über eine Technologie verfügte, die ihren menschlichen Pendants weit überlegen war? Und sind diese Asura vom Himmel herabgekommen, um sich mit Menschen zu vermischen und den Lauf unserer Geschichte zu verändern, so wie es alle alten Texte vermitteln? Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren unten mit. Sagen Sie uns auch, welche anderen Mysterien wir für Sie in unserem nächsten Video behandeln sollen, da wir immer offen für Ihre Vorschläge sind. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like. Abonnieren Sie auch gern unseren Kanal, indem Sie auf die Benachrichtigungsglocke klicken, damit Sie keines unserer nächsten Videos verpassen.